immer die Wahl. Manchmal dreht man sich immer nur im Kreis und kommt immer wieder da an, wo alles angefangen hat. Ich will dir helfen, da endlich auszubrechen. Ich kann da nicht hingehen. Wie gesagt, ich sage dir, was ich weiß. Aggressive Tendenzen. Kontrollzwang. Angst vor Dunkelheit. Manisch-depressiv. Nähe nicht zulassen können. Wahnvorstellungen. Realitätsverlust. Warum verschwendest du deine Zeit mit mir? Das ist mein Job. Nein, das ist mehr als ein Job. Das ist eine Lebensaufgabe. Wieso nicht? Ich weiß nicht, sagen Sie es mir. Wie geht's Ihnen? Und selbst? Was? Sie haben mir nicht geantwortet. Ich höre lieber zu. Ich weiß. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie heute kommen. Zeit rennt ein bisschen. Ja, wir haben noch genau 10 Sitzungen. Und letztes Mal war es schwierig. Gut, ändern wir das heute. Wenn Sie wollen. Ja, ich schon. Machen Sie mit. Und selbst? Vertrauen Sie mir? Vertrauen Sie mir denn? Ich habe Sie gefragt. Was gibt's Neues? Sie weichen wieder aus. Neue Frisur? Nein. Gefällt mir. Was haben Sie geträumt? Süße Haustiere. So? Heute bunt. Bunt, okay. Was sagt der Spiegel? Was sagt der Spiegel? Das frage ich Sie. Okay, was gibt's Neues? Nichts. Glaube ich nicht, sonst wären wir nicht hier. Immer wieder. Immer wieder was? Das Gleiche. Ich will zu. Was? Zuhören, keine Antworten. Immer wieder das Gleiche. Kreis. Also, laufen wir. Ich höre auch gern zu. Haben Sie auch schon in den Spiegel geschaut? Das tue ich gerade. Ach, lass uns abhauen. Quatsch. Ach komm. Wohin denn? Egal. Weit weg. Weiß ich nicht, Sonne, Strand und Meer. Und hier alle stehen und liegen lassen, oder was? Ja. Hey,
hält dich denn hier? Fliehen. Okay. Du traust dich nicht, ne? Wo willst du denn hin? Ach, ist egal. Egal. Irgendwo, wo es schön ist. Nur wir beide. Keine Erwartungshaltung mehr zu erfüllen. Kein Müssen, nichts. Freiheit. Keine Täuschung mehr. Typisch. Ach komm. Macht das ganze Spielen keinen Spaß. Kommst du mit? Traust du dich? Einfach los? Ohne nachzudenken? Und was nehmen wir mit? Nichts. Wie nichts? Ja, einfach uns. Und wovon leben wir? Von Luft. Und Liebe, genau. Richtig. Ja, komm. Na, schon cool, einfach ab. Ja. Alle stehen und liegen lassen. In die Sonne. Willst du wirklich abhauen? Ja, klar. Ist doch scheiße hier. Ob ich jetzt hier stehe. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Der Punkt ist, dass ich immer noch bei dir bin. Was spürst du? Das interessiert dich doch nicht. Hörst du den Ton? Welchen Ton? Wie fühlt sich das an? Warum machst du das? Komm schon. Ach, hör auf. Spür mal nach. Versuch dir auf die Musik einzuhören. Ich will hier raus, ich kann das nicht. Hörst du den Ton? Nein, ich natürlich. Versuche den Bauch zu haben. Was soll das hier? Versuch die Schwingung. Ich habe keine Schwingung, nicht. Ich. Es ist okay. Es ist alles. Ich hätte was. Ich hätte was. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Es ist alles gut. Ich bin bei dir. Lass mich raus. Lass mich raus. Was willst du? Ich will raus. Du willst gehen? Ja. Kannst rausgehen, ist der Typ. Ganz einfach. Das ist genau das, was ich gehen kann. Warum nicht? Das ist ja das, was du wolltest, oder? Ja. Also, wo ist das Problem? Na los, geh schon. Los, geh schon! Los, geh schon! Los, geh schon! Los, geh schon! Ich kann Nein, ich kann nicht.
dir helfen kann. Was soll ich denn hier mit dir machen? Hm? Wovor hast du Angst? Lass mich bitte nicht allein. Bitte. Ich bin noch bei dir. Vielleicht doch nicht so schlecht hier. Ein bisschen auszunutzen. Was hast du heute geträumt? Gutes. Gutes? Was denn? Bunte Farben, Natur. Gelb, ja. Weiß, grün, rot. Ja, viel. Also das Ding aber ich habe gar keinen Titel für dich. Nee, ist nicht schlimm. Also ist nicht schlimm? Okay. Ich wollte noch kurz erzählen, dass ich... Wir machen heute eine Traumreise. Was hältst du davon? Nee, das geht nicht. Wieso? Ich habe noch einen Termin und... Aber ich brauche das auch nicht mehr. Wie, ich muss gleich wohin. Aber mir geht es total gut und ich brauche das auch nicht mehr. Hin? Hallo, wir waren heute verabredet. Ja, ich weiß, aber es hat sich was halt verändert und ist was dazwischen gekommen. Und das fällt dir jetzt ein? Nein, also es ging nicht früher. Ich kann das gerade nicht verwerfen, das ist halt schwierig. Aber das Ding ist, mir geht es total gut. Das ist alles. Ja, also du kannst es gerade nicht verwerfen. Nee, es tut mir leid, aber... Ich weiß jetzt wieder, was gut ist für mich und wie ich leben muss und was ich kann und durchstarten und ich habe total viele Ideen und deswegen... Ja, schön. Ja. Was hast du denn so für Ideen? Ich räume mein Zimmer um. Was hast du denn in deinem Zimmer? Ja, so eine Couch. Eine Couch? Welche Farbe hat deine Couch? So braun, rot, Ziegel. Ziegel. Wo steht die hier unten eher so, oder? Ja, so da in der Ecke. Okay. Was hast du noch drin? So? Eine Pflanze. So grünlich. Grün. Okay. Pflanze? Ja. So ungefähr? Wie? Hast du eigentlich eine Schlafcouch? Ja, das ist so eine Schlafcouch. Und die Pflanze ist so. So. Da. Das ist ein ziemlich großes Zimmer. Ja. Du auch? Oder? Wie kommst du raus? Was hast du noch drin stehen? Teppich. Guck mal, hier. Hier, so. Der ist so. Ah, okay. Ja. Oh. Ich wollte jetzt nichts kaputt machen, es tut mir leid. Nee, ist okay. Ist okay. Ja, okay, das, also wie gesagt, so sieht's aus und Teppich, hast du noch was draufstellen irgendwie so? Nein. Nein, das ist so ein Läufer. Läufer? Ja. Okay. Und ich vom Sofa? Thema Laufen, ich muss jetzt auch mal gehen. Achso, du wolltest gehen. Ja. Stimmt, hatte ich vergessen, Entschuldigung. Ja, ich finde das blöd mit Abschied. Ja, ich auch, aber nützt nichts. Können wir nicht irgendwie, können wir nicht in Kontakt Tschüss. Bleiben? Ich kann mal jetzt zum Abschied. Kannst du den Bild noch mitnehmen? Aber, ja, ich will ja gar nicht. Ach ja, du hast ja noch was vor. Entschuldige. Darüber wolltest du ja nicht mit mir reden. Weißt du, ich finde das übrigens wirklich schön, dass dir jetzt so gut geht und dass du Verantwortung übernehmen willst und ja, dass du glücklich bist. Ist echt schön. Ja. Viel Spaß beim Glücklichsein. Ich überarbeite das nochmal und bring das morgen vorbei, okay? Zur nächsten Sitzung? Bis morgen. Alles muss versteckt sein, über mir, unter mir. An den Seiten gibt es nicht. Ich komme!
Wo hast du dich diesmal versteckt? Hallo? Warum verschwendest du deine Zeit mit mir? Ich bin halt eher so der Opfertyp. Aha. Das ist meine masochistische Ader. Das ist aber ganz schön dumm. Wieso? So unaufmerksam zu sein. Sowas hier liegen zu lassen. Was erwartest du? Das ist eine Küche. Und was ist, wenn ich jetzt... Hast du irgendwie Angst, wenn ich hierher komme? Sollte es. Ich könnte einfach nur zustechen. Mach doch. Und dann? Ich weiß nicht, du hast das Messer. Wenn ich mir jetzt was antue? Du hältst das Messer falsch schon. So besser? Naja, wird eine ganz schöne Sauerei geben. Und dann? Was willst du dann machen, ne? Willst du jetzt kuscheln oder was? Kuscheln? Da hast du doch nur Angst vor. Wo ist das Problem? Los! Was ist dein großes Problem? Wieso kannst du nicht zulassen? Du gehst doch die ganze Zeit zulassen! Das ist gut. Du findest das total gut. Loslassen. Ich kann das nicht. Und du willst das auch nicht. Dir gefällt das. Dir gefällt das. Lass mich los. Bitte schnell rein. Du bist bis jetzt zufrieden. Fühlst du dich jetzt genug wahrgenommen, ja? Fühlst du dich jetzt genug beachtet? Ist das, was du brauchtest? Das ist die Kontrolle verloren. Ja? Ist das so schlimm? Was? Genau das. Lass doch mal zu.
Du redest immer von Zulassen, Vertrauen. Du genießt doch mal. Lass mich los. Genieß doch mal. Lass mich los. Was ist denn so schwer daran, hä? Du findest das doch schön. Du findest das doch schön. Sag mal, spinnst du oder was? Wieso spinne ich denn? Nur weil ich dir mal die Wahrheit sage. Die Wahrheit? Kannst du die Wahrheit nicht ertragen oder was? Ist das die Folge von mir, die du brauchst, ja? Ich komme da vielleicht klar. Ist das die einzige Form von Nähe, die du zulassen kannst? Die du spüren kannst? Welche Form von Nähe hättest du denn gern? Nee, du hast nicht so einen Scheiß hier. Lass das. Wieso denn? Ich hab gesagt, du sollst es lassen. Wieso bist du so nervös? Ich bin nicht nervös. Warum macht dich das denn so aggressiv? Lass doch mal raus. Weil ich auf sowas nicht stehe. Ja, lass doch mal die Gefühle raus, komm. Kommst du nicht von mir los? Hör auf. Ich hab gesagt, du sollst es lassen. Du willst nicht von mir loskommen, ne? Dir gefällt es eigentlich. Du findest es total schön, dich die ganze Zeit um mich zu kümmern. Mhm. Und wenn ich mich dann mal um dich kümmere? Das ist für dich kümmern? Ist das so schön? Ich hab gesagt, du sollst es lassen. Jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn jemand immer beschreibt oder besagt, was du machen sollst. Immer dieses, das musst du tun, das musst du tun. Wo ist denn der freie Wille? Hm? Weißt du, die ganze Zeit versuchst irgendwie mit Vertrauen. Ich Vertrauen, hallo? Zu zeigen. Und du kapierst das nur, wenn ich dich anfasse, ja? Wenn ich scheiße zu dir bin, wenn ich dich eklig behandle, ja? Das ist dann, ja, ja, weiter, 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 weiter! Was passiert denn? Kontrollverlust, das ist super. Jetzt hast du es mal geschafft. Das wirst du mir mal. Kann ich auch so, ja. So. Wieso reden wir mal bei mich? Weil du deswegen hier bist. Und wieso bist du den ganzen Tag da? Das ist mein Job. Nein. Das ist mehr als ein Job. Das ist eine Lebensaufgabe. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Wie viel Zeit haben wir denn? Rechne mal nach. Was willst du wirklich von mir? Ehrliche Antwort. Ja. Ich will, dass wir die Sache hier zu Ende bringen. Und das heißt? Wieso kann es nicht einmal anders sein? Jedes Mal das Gleiche. Ich gehe da rein und ich renne da durch und ich erinnere mich wie so ein aufgescheuchtes Hund. Ich kann nichts dagegen tun. Ich habe keine Lust mehr da reinzugehen, aber irgendwie muss ich da reingehen und dann stehe ich da im Laden und geht um mich herum, dreht sich alles und ich muss in diese Regale greifen und es geht einfach nicht. Es hört einfach nicht auf, dieser Druck, es wird immer schlimmer und dann stehe ich an der Kasse und diese Verkäuferin, die macht einfach nicht schneller und ich könnte einfach nur rausrasten. Das macht mich so rasend, weil dieses einfach nicht aufhört, dieser ganze Druck und dieses ganze in mir und es ist so widerwärtig und ich habe das Gefühl, alle wissen Bescheid, gucken mich an. Ich spüre gar nichts. Das ist schwarz. Und dann stehe ich an der Theke und habe mich frisch gemacht und angezogen und dann ich merke schon, wie der an mich rankommt und sich an mich schmiegt und Gefühl auf der Haut, dieser Geruch, die haben alle diesen gleichen Geruch und plötzlich, ich will gar nicht, aber dann stehe ich auf der Tanzfläche und dann, ich gehe mit nach Hause. Wenn diese scheiß Leute nicht mal mit diesem ganzen Mist aufhören, ich kann diese Menschenmassen auf der Straße nicht mehr sehen, ich finde es einfach, ich finde es so ekelhaft und ich kann es mal aufhören, mich nachzumachen. Ich kann nicht mehr nachmachen, Jan. Kannst du nicht aufhören, mich nachzumachen oder was?
Du bist zu spät. Du bist zu früh. Ich habe auf dich gewartet. Was ist das? Ich habe da was für dich. Habe ich alle für dich gesammelt. Ich habe früher schon gerne Nägel gesammelt. Große, dicke, kleine, dünne. Ich weiß auch nicht. Total faszinierend. Hörst du das? Ich habe die immer in diesem Raum gesammelt. Ganz leise. Kannst du dich noch erinnern? Hier waren ganz viele Bilder. Hast du alle abgerissen? Alles voll. Jetzt ist nur noch dieser dämliche Jesus da. Völlig vertrocknet. Ist halt schon alt. Lach mal. Hm? Ich bin müde. Aufgewacht, die Sonne lacht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles soll versteckt sein. Du bist immer noch da. Lass uns spielen. Hm? Ich mag mich. Komm. Vielleicht hast du dann bessere Laune. Bitte. Mir ist kalt. Hm. War es schon immer so grau hier? Hm. Bunt. Ich kann dich nicht mehr sehen. Kommst du morgen bitte nicht mehr wieder? Bin ein kleines Monster und komm dir. Schon wieder neue Risse. Alles fängt langsam an zu bröckeln. Du hast mir geholfen und ich helfe dir jetzt. Jetzt werden die Wände Adern haben. Hörst du? Ich helfe dir jetzt. Was kann ich tun? Du sagst dir doch nichts. Du willst wissen, was da unten passiert ist. Ich höre. Der Wille war da. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ein Versuch war es wert. Schon mal ab. Ich habe Ihnen was vorbereitet. Du weißt, heute ist Tanztherapie angesagt. Schickes Kleid. Es wird immer kälter hier drin. Ja, dann lass uns anfangen. Ich bin mal gespannt, wie weit du mit deinem Körpergefühl gekommen bist. Machen wir jetzt den Clownstanz. Okay, wegen
Schwestern, tut mir leid. Ist das alles? Nein, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ein bisschen. War nicht so geplant. Und wie war es geplant? Gar nicht. Und du denkst jetzt mit einem, tut mir leid, ist alles wieder in Ordnung? Ich habe nicht gesagt, tut mir leid. Sondern? Es tut mir leid. Was erwartest du von mir? Ehrlichkeit. Ich bin ehrlich. Nein. Wieso muss ich immer toben, schreien und ausrasten, damit du mal Nähe zulassen kannst? Musst du doch gar nicht. Doch. Wieso kannst du mich nicht einfach mal in den Arm nehmen? Das würde zu sehr ablenken. Von dir und deinem Problem? Ich brauche dich. Okay, die Sitzung ist vorbei. Reines Davonlaufen, was wir machen. Ja, das tust du gerade. Warum machst du das denn? Ich sag ja, ich hätte das nicht tun dürfen. Das stimmt. Scheiße, ich hab total versagt. Weißt du überhaupt nicht? Was machst du, wenn ich nicht mehr da bin? Das will ich jetzt nicht wissen. Aber ich? Total versagt. Hast du nicht. Tolle Scheiße. Hey, das war die beste Therapiesitzung, die ich jemals hatte. Und wie soll es weitergehen? Das weiß ich nicht. Ich will dich auch gar nicht wissen. Was machst du, wenn ich nicht mehr da bin? Keine Ahnung. Willst du das jetzt wirklich wissen? Nein. Was machst du, wenn ich nicht mehr da bin? Ich weiß es nicht. Wie fühlt sich das alleine an? Du bist ja noch da. Hm? Der ist gut. Warum stellst du denn solche Fragen? Hör auf mit den Fragen. Wir könnten einfach immer so weitermachen. Hm? Einfach nicht mehr aufhören. Sprich die Therapiesitzung ab und wir bleiben zusammen für immer. Und dann habe ich völlig versagt. Nein. Oh, komm. Hör auf. Komm, zieh dir was an. Nein. Zieh dir was an. Nicht jetzt. Zieh dich aus. Bleib bei mir und zieh dich aus. Hm? Mein nächster Patient ist da. Du bist zu schön.
Ich hätte nicht gedacht, dass du heute noch kommst. Okay, wir wollen ehrlich zueinander sein. Ich sage dir, was ich weiß, und du sagst mir, was du weißt. Aggressive Tendenzen. Kontrollzwang. Angst vor Dunkelheit. Manisch-depressiv. Nähe nicht zulassen können. Wahnvorstellung. Realitätsverlust. So viel zu mir. Schau ruhig rein. Ist schon klar. Stimmt, was man vom Psychologen sagt. Und was ist mit dir? Willst du hier reinschauen? Steht eine Menge drin. Das meiste habe ich wohl geschrieben. Es sind sogar Fotos vom Tatort. Du hast mir immer noch nicht erzählt, was damals passiert war. Du bist hier, weil nichts anderes funktioniert hat. Nichts hat dir geholfen, damit fertig zu werden. Du kommst einfach nicht von hier los. Ja, du ständig hier, bis du mich dran erinnerst. Verdrängung hat dir bisher am wenigsten gebracht. Guck dir mal nach vorne. Außer, dass du eine gespaltene Persönlichkeit entwickelt hast, um zu vergessen. Und nicht mal das hat funktioniert. Ich weiß ganz genau, dass ich nicht drüber sprechen kann. Du musst mir nichts erzählen. Ja, schreib's auf. Ich klappe die Mappe zu, gebe den Bericht ab und ich werde nichts erfahren. Das ist alles? Lies ruhig. Willst du mich verarschen? Komm mit. Na los, komm schon. Jetzt komm. Immer die Wahl. Manchmal dreht man sich immer nur im Kreis und kommt immer wieder da an, wo alles angefangen hat. Ich will dir helfen, da endlich auszubrechen. Ich kann da nicht hingehen. Wie gesagt, ich sage dir, was ich weiß. Es war Sonne. Der 30. Juli vor 20 Jahren. Die Luft war stickig und kalt. Du hast mich da schon mal verloren. Die Tür ist immer verschlossen. Aber sie wusste, wo der Schlüssel war. Sei still, sei bitte still! Hier in der Ecke hat sie sich immer verkrochen.
Manchmal schien Sonne durchs Fenster. Und nie war es richtig warm. Trotz der vielen Kerzen, die von Weihnachten übrig waren. Davon waren immer viel zu viele da. Ich habe Angst. Mama durfte nicht merken, dass sie fehlten. Sie hat nie irgendwas gemerkt. Der Keller mit der alten Sauerkrautpresse. An dem Kartoffellager, wo die Untersten immer verfault sind. Er könnte jederzeit zurück sein. Der Vater? Mir wäre lieber, ich hätte es nicht hier unten getan. Was hätte ich sonst tun sollen? Ich wusste nicht, was mit mir war. Und als ich es wusste, war es schon zu spät. Irgendwann habe ich mich sogar gefreut. Und was gebastelt. Ich war zu dumm zu glauben, sie hätten es nicht gemerkt. Die Haustür. Er ist früher zurück. Sei still. Sei still, mein kleiner Engel. Bitte. Hör auf zu schreien. Sei leise, bitte. Komm. Ganz leise. Du musst ruhig sein. Wird uns beide sonst töten. Mich hat er schon getötet. Ganz ruhig. Sein Leib ist gleich schon tot. Es will nicht leise sein. Versteckt. Das Messer. Er hat es uns getan. Ich musste dich beschützen. Als es gestillt war, hielt ich es noch eine ganze Weile im Arm. Du siehst so friedlich aus. Du bist jetzt frei. Ich lasse dich jetzt allein. Du darfst nicht gehen. Es ist vorbei, vergangen. Du kannst mich hier nicht alleine lassen. Wir gehören zusammen hierhin. Wenn du jetzt gehst, dann steche ich nochmal zu. Ich töte es wieder. Du hast selbst gesagt, ich soll nach vorne schauen. Schau dir nicht zurück. Bleib bei mir.
Warum heute hier? Wieso nicht? Ich weiß nicht, sagen Sie es mir. Wie geht's Ihnen? Und selbst? Was? Sie haben mir nicht geantwortet. Ich höre lieber zu. Ich weiß. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie heute kommen. Zeit rennt ein bisschen. Ja, wir haben noch genau 10 Sitzungen. Und letztes Mal war es schwierig. Gut, ändern wir das heute? Wenn Sie wollen. Ja, ich schon. Machen Sie mit. Und selbst? Vertrauen Sie mir? Vertrauen Sie mir denn? Ich habe Sie gefragt. Was gibt's Neues? Sie weichen wieder aus. Neue Frisur? Nein. Gefällt mir. Was haben Sie geträumt? Süße Haustiere. So? Heute bunt. Bunt, okay. Was sagt der Spiegel? Was sagt der Spiegel? Das frage ich Sie. Okay, was gibt's Neues? Nichts. Glaube ich nicht, sonst wären wir nicht hier. Immer wieder. Immer wieder was? Das Gleiche. Ich höre zu. Was? Zuhören, keine Antworten. Immer wieder das Gleiche. Kreis. Also, laufen wir. Ich höre auch gern zu. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut? Das tue ich gerade. Wieso nicht? Ich weiß nicht, sagen Sie es mir. Wie geht's Ihnen? Und selbst? Was? Sie haben mir nicht geantwortet. Ich höre lieber zu. Ich weiß. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie heute kommen. Zeit rennt ein bisschen. Ja, wir haben noch genau 10 Sitzungen. Und letztes Mal war es schwierig. Gut, ändern wir das heute? Wenn Sie wollen. Ja, ich schon. Machen Sie mit. Und selbst? Vertrauen Sie mir? Vertrauen Sie mir denn? Ich habe Sie gefragt. Was gibt's Neues? Sie weichen wieder aus. Neue Frisur? Nein. Gefällt mir. Was haben Sie geträumt? Süße Haustiere. So? Heute bunt. Bunt, okay. Was sagt der Spiegel? Was sagt der Spiegel? Das frage ich Sie. Okay, was gibt's Neues? Nichts. Glaube ich nicht, sonst wären wir nicht hier. Immer wieder. Immer wieder was? Das Gleiche. Ich höre zu. Was? Zuhören, keine Antworten. Immer wieder das Gleiche.
Kreis. Also, lauf hier. Ich höre auch gern zu. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut? Das tue ich gerade. Lass uns abhauen. Quatsch. Ach komm. Wohin denn? Egal. Weit weg. Wie weit weg? Weiß ich nicht. Sonne, Strand und Meer. Und hier alles stehen und liegen lassen, oder was? Ja. Was hält dich denn hier? Du traust dich nicht, ne? Wo willst du denn hin? Ach, ist egal. Egal. Irgendwo, wo es schön ist. Nur wir beide. Keine Erwartungshaltung mehr zu erfüllen. Kein Müssen, nichts. Freiheit. Keine Täuschung mehr. Typisch. Ach komm. Macht das ganze Spielen keinen Spaß. Kommst du mit? Traust du dich? Einfach los? Ohne nachzudenken? Und was nehmen wir mit? Nichts. Wie nichts? Ja, einfach uns. Und wovon leben wir? Luft. Und Liebe, genau. Richtig. Ja, komm. Na, schon cool, einfach abhauen. Ja. Alle stehen und liegen lassen. In die Sonne. Willst du wirklich abhauen? Ja, klar. Lass uns abhauen. Quatsch. Ach komm. Wohin denn? Egal. Weit weg. Wie weit weg? Weiß ich nicht. Sonne, Strand und Meer. Und hier alles stehen und liegen lassen, oder was? Ja. Was hält dich denn hier? Du traust dich nicht, ne? Wo willst du denn hin? Ach, ist egal. Egal. Irgendwo, wo es schön ist. Nur wir beide. Keine Erwartungshaltung mehr zu erfüllen. Kein Müssen, nichts. Freiheit. Keine Täuschung mehr. Typisch. Ach komm. Macht das ganze Spielen keinen Spaß. Kommst du mit? Traust du dich? Einfach los? Ohne nachzudenken? Und was nehmen wir mit? Nichts. Wie nichts? Ja, einfach uns. Und wovon leben wir? Luft. Und Liebe, genau. Richtig. Ja, komm. Na, schon cool, einfach abhauen. Ja. Alle stehen und liegen lassen. In die Sonne. Willst du wirklich abhauen? Ja, klar.
Ist doch scheiße hier. Ob ich jetzt hier stehe? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Der Punkt ist, dass ich immer noch bei dir bin. Was spürst du? Das interessiert dich doch nicht. Hörst du den Ton? Welchen Ton? Wie fühlt sich das an? Warum machst du das? Komm schon. Ach, hör auf. Spür mal nach. Versuch dir auf die Musik einzuhören. Ich will hier raus, ich kann das nicht. Hörst du den Ton? Nein, ich bin natürlich. Versuche den Bauch zu haben. Was soll das hier? Versuch die Schwingung. Ich habe keine Schwingung, nicht mehr. Ich. Es ist okay. Es ist alles okay. Ich hätte was. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Das ist alles gut. Ich bin bei dir. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Ich bin da. Was willst du? Ich will raus. Du willst gehen? Ja. Kannst rausgehen, hier ist die Tür. Ganz einfach. Das ist genau das, was ich gehen kann. Warum nicht? Das ist ja das, was du wolltest, oder? Ja. Also, wo ist das Problem? Na los, geh schon. Ist doch scheiße hier. Ob ich jetzt hier stehe? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Der Punkt ist, dass ich immer noch bei dir bin. Was spürst du? Das interessiert dich doch nicht. Hörst du den Ton? Welchen Ton?
fühlt sich das an? Warum machst du das? Komm schon. Ach, hör auf. Spür mal nach. Versuch dir auf die Musik einzugehen. Ich will hier raus, ich kann das nicht. Lässt du den Ton? Nein, ich will den Ton nicht. Versuche den Bauch zu haben. Was soll das hier? Versuch die Schwingung aufzunehmen. Ich habe keine Schwingung, nicht ich. Es ist okay. Es ist alles okay. Ich hätte was. Ich hätte was. Lass mich raus. Ich hab's. Es ist alles gut. Ich bin alle. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Ich bin da unten. Was willst du? Ich will raus. Du willst gehen? Ja. Du kannst rausgehen, hier ist die Tür. Ganz einfach. Das ist genau das, was ich gehen kann. Warum nicht? Das ist ja das, was du wolltest, oder? Ja. Also, wo ist das Problem? Na los, geh schon. Ein bisschen auszunutzen. Was hast du heute betreut? Gutes. Gutes? Was denn? Bunte Farben, Natur. Bunt, gelb, ja. Weiß, grün, rot? Ja, viel. Also das Ding aber ich habe gar keinen Titel für dich. Nee, ist nicht schlimm. Also ist nicht schlimm? Okay. Ich wollte noch kurz erzählen, dass ich... Wir machen heute eine Traumreise. Was hältst du davon? Nee, das geht nicht. Wieso? Ich habe noch einen Termin und... Aber ich brauche das auch nicht mehr. Wie, du, ich muss gleich wohin. Aber mir geht es total gut und ich brauche das auch nicht mehr. Hin? Hallo, wir waren heute verabredet. Ja, ich weiß, aber es hat sich was halt verändert und ist was dazwischen gekommen. Und das fällt dir jetzt ein? Nein, also es ging nicht früher. Ich kann das gerade nicht verwerfen, das ist halt schwierig. Aber das Ding ist, mir geht es total gut. Das ist alles? Ja, also du kannst es gerade nicht verwerfen? Nee, es tut mir leid, aber... Ich weiß jetzt wieder, was gut ist für mich und wie ich leben muss und was ich kann und durchstarten und ich habe total viele Ideen und deswegen... Ja, schön. Ja. Was hast du denn so für Ideen? Ich räume mein Zimmer um. Was hast du denn in deinem Zimmer? Ja, so eine Couch. Eine Couch? Welche Farbe hat deine Couch? So braun, rot, Ziegel. Wo steht die hier unten eher so, oder? Ja, so da in der Ecke. Okay. Was hast du noch drin? So? Ja, eine Pflanze. So grünlich. Grün. Okay. Pflanze? Ja. So ungefähr? Wie? Hast du eigentlich eine Schlafcouch? Ja, das ist so eine Schlafcouch. Und die Pflanze ist okay. So da. Das ist ein ziemlich großes Zimmer. Ja. Du auch?
oder wie kommst du darauf? Was hast du noch drin stehen? Teppich. Guck mal, hier. Also, hier, so. Der ist so. Ah, okay. Ja. Oh. Ich wollte jetzt nichts kaputt machen, es tut mir leid. Nee, ist okay. Ist okay. Ja, okay, das, also wie gesagt, so sieht's aus und Teppich, hast du noch was draufstehen irgendwie so? Nein. Nein, das ist so ein Läufer. Läufer? Ja. Okay. Mhm. Und ich vom Sofa? Thema Laufen, ich muss jetzt auch mal gehen. Achso, du wolltest gehen. Ja. Stimmt, hatte ich vergessen, Entschuldigung. Ja, ich finde das blöd mit Abschied. Ja, ich auch, aber nützt nichts. Können wir nicht irgendwie, können wir nicht in Kontakt Tschüss. Bleiben? Wollen wir jetzt zum Abschied? Kannst du den Müll noch mitnehmen? Aber, ich will ja gar nicht. Ach ja, du hast ja noch was vor, entschuldige. Darüber wolltest du ja nicht mit mir reden. Weißt du, ich finde das übrigens wirklich schön, dass dir jetzt so gut geht und dass du Verantwortung übernehmen willst und ja, dass du glücklich bist. Ist echt schön. Ja. Viel Spaß beim Glücklichsein. Ich überarbeite das nochmal und bring das morgen vorbei, okay? Zur nächsten Sitzung? Bis morgen. Um die Zeit ein bisschen auszunutzen. Was hast du heute geträumt? Gutes. Gutes? Was denn? Bunte Farben, Natur. Bunt, gelb, ja. Weiß, grün, rot. Ja, viel. Also das Ding aber ich habe gar keinen Kittel für dich. Nee, ist nicht schlimm. Also ist nicht schlimm? Okay. Ich wollte noch kurz erzählen, dass ich... Wir machen heute eine Traumreise. Was hältst du davon? Nee, das geht nicht. Wieso? Ich habe noch einen Termin und... Aber ich brauche das auch nicht mehr. Wie, du, ich muss gleich wohin. Aber mir geht es total gut und ich brauche das auch nicht mehr. Hin? Hallo, wir waren heute verabredet. Ja, ich weiß, aber es hat sich was halt verändert und ist was dazwischen gekommen. Und das fällt dir jetzt ein? Nein, also es ging nicht früher. Ich kann das gerade nicht verwerfen, das ist halt schwierig. Aber das Ding ist, mir geht es total gut. Das ist alles. Ja, also du kannst es gerade nicht verwerfen. Nee, es tut mir leid, aber... Ich weiß jetzt wieder, was gut ist für mich und wie ich leben muss und was ich kann und durchstarten und ich habe total viele Ideen und deswegen... Schön. Ja. Was hast du denn so für Ideen? Ich räume mein Zimmer um. Was hast du denn in deinem Zimmer? Ja, so eine Couch. Eine Couch? Welche Farbe hat deine Couch? So braun, rot, Ziegel. Wo steht die hier unten eher so, oder? Ja, so da in der Ecke. Okay, Couch, was hast du noch drin? So? Ja, eine Pflanze. So grünlich. Grün. Okay, Pflanze? Ja. So ungefähr? Wie? Hast du eigentlich eine Schlafcouch? Ja, das ist so eine Schlafcouch. Und die Pflanze ist so. Da. Das ist ein ziemlich großes Zimmer. Ja. Du auch? Oder wie kommst du raus? Was hast du noch drin stehen? Teppich. Guck mal, Teppich, hier. Hier, so. Der ist so. Ah, okay. Ja. Oh. Ich wollte jetzt nichts kaputt machen, es tut mir leid. Nee, ist okay. Ist okay. Ja, okay, das, also wie gesagt, so sieht's aus und Teppich, hast du noch was draufstehen irgendwie so? Nein. Nein, das ist so ein Läufer. Läufer? Ja. Okay. Und ich vom Sofa? Thema Laufen, ich muss jetzt auch mal gehen. Achso, du wolltest gehen. Ja. Stimmt, hatte ich vergessen, Entschuldigung. Ich finde das blöd mit Abschied. Ja, ich auch, aber nützt nichts. Können wir nicht irgendwie, können wir nicht in Kontakt Tschüss. Bleiben? Wollen wir jetzt zum Abschied? Kannst du den Müll noch mitnehmen? Aber, ich will ja gar nicht... Ach ja, du hast ja noch was vor, entschuldige. Darüber wolltest du ja nicht mit mir reden. Weißt du, ich finde das übrigens... wirklich schön, dass dir jetzt so gut geht und dass du Verantwortung übernehmen willst und ja, dass du glücklich bist. Ist echt schön. Ja. Viel Spaß beim Glücklichsein. Ich überarbeite das nochmal und bring das morgen vorbei, okay?
zur nächsten Sitzung? Bis morgen. Wieso kannst du nicht einmal anders sein? Jedes Mal das Gleiche. Ich gehe da rein und ich renne da durch und ich renne da rum wie so ein aufgescheuchtes Hund. Ich kann nichts dagegen tun. Ich habe keine Lust mehr da reinzugehen, aber irgendwie muss ich da reingehen und dann stehe ich da im Laden und geht um mich herum, dreht sich alles und ich muss in diese Regale greifen und es geht einfach nicht. Es hört einfach nicht auf, dieser Druck, es wird immer schlimmer und dann stehe ich an der Kasse und diese Verkäuferin, die macht einfach nicht schneller und ich könnte einfach nur ausrasten. Das macht mich so rasend, weil das ist einfach nicht aufhört, dieser ganze Druck und dieses ganze in mir und es ist so widerwärtig und ich habe das Gefühl, alle wissen Bescheid, gucken mich an. Es ist total leer. Ich spüre gar nichts. Das ist schwarz. Und dann stehe ich an der Theke und habe mich frisch gemacht und angezogen und dann ich merke schon, wie der an mich rankommt und sich an mich schmiegt und das Gefühl auf der Haut, dieser Geruch, die haben alle diesen gleichen Geruch und plötzlich, ich will gar nicht, aber dann stehe ich auf der Tanzfläche und dann ich gehe mit nach Hause. Ich bin diese Scheißleute nicht mal mit diesem ganzen Mist aufhören. Ich kann diese Menschenmassen auf der Straße nicht mehr sehen. Ich find's einfach so, ich find's so ekelhaft und ich kann's mal aufhören, mich nachzumachen. Ich kann nicht mehr nachmachen, Jan. Kannst du nicht aufhören, mich nachzumachen, oder was? Du bist zu spät. Du bist zu früh. Ich habe auf dich gewartet. Was ist das? Ich habe da was für dich. Habe ich alle für dich gesammelt. Ich habe früher schon gerne Nägel gesammelt. Große, dicke, kleine, dünne. Ich weiß auch nicht. Total faszinierend. Hörst du das? Ich habe die immer in diesem Raum gesammelt. Ganz leise. Kannst du dich noch erinnern? Hier waren ganz viele Bilder. Hast du alle abgerissen? Alles voll. Jetzt ist nur noch dieser dämliche Jesus da. Völlig vertrocknet. Ist halt schon alt. Lach mal. Ich bin müde. Aufgewacht, die Sonne lacht. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles soll versteckt sein. Du bist immer noch da. Lass uns spielen. Ich mag mich. Komm. Vielleicht hast du dann bessere Laune. Bitte. Mir ist kalt. War es schon immer so grau hier? Und ich kann dich nicht mehr sehen.
kommst du morgen bitte nicht mehr wieder. Bin ein kleines Monster und komm dir. Schon wieder neue Risse. Alles fängt langsam an zu bröckeln. Und wenn wir es wieder aufbauen? Ich habe keine Kraft. Du hast mir geholfen und ich helfe dir jetzt. Jetzt werden die Wände Adern haben. Hörst du? Ich helfe dir jetzt. Du sagst dir doch nichts. Du willst wissen, was da unten passiert ist. Ich höre. Hey, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, leg dir schon mal ab. Ich hab dir was vorbereitet. Du weißt, heute ist Tanztherapie angesagt. Schickes Kleid. Uns anfangen. Ich bin mal gespannt, wie weit du mit deinem Körpergefühl gekommen bist. Machen wir jetzt den Clownstanz. Okay, wegen gestern, tut mir leid. Ist das alles? Nein. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Ein bisschen. War nicht so geplant. Und wie war es geplant? Gar nicht. Und du denkst jetzt mit einem, tut mir leid, ist alles wieder in Ordnung? Ich habe nicht gesagt, tut mir leid. Sondern? Tut mir leid. Was erwartest du von mir? Ehrlichkeit. Ich bin ehrlich. Nein. Wieso muss ich immer toben, schreien und ausrasten, damit du mal Nähe zulassen kannst? Musst du doch gar nicht. Doch. Wieso kannst du mich nicht einfach mal in den Arm nehmen? Das würde zu sehr ablenken. Wovon? Von dir und deinem Problem? Ich brauche dich. Okay, die Sitzung ist vorbei. Aber wird ja viel schöner.
lenk dich nur von deinen eigentlichen Problemen ab. Nein, das tust du nicht. Das ist ein reines Davonlaufen, was wir machen. Ja, das tust du gerade. Warum machst du das denn? Ich sag ja, ich hätte das nicht tun dürfen. Mhm. Still. Scheiße, ich hab der Teufel versagt. Weißt du überhaupt nicht? Was machst du, wenn ich nicht mehr da bin? Das will ich jetzt nicht wissen. Aber ich? Nein, du auch nicht. Lass doch den Moment zu. Ich hab total versagt. Hast du nicht. Tolle Scheiße. Hey, das war die beste Therapiesitzung, die ich jemals hatte. Und wie soll's weitergehen? Das weiß ich nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Was machst du, wenn ich nicht mehr da bin? Was machst du, wenn ich nicht mehr da bin? Ich weiß es nicht, aufzusprechen. Gut. Gehst du dann hin? Wie fühlt sich das alleine an? Du bist ja noch da. Warum stellst du denn solche Fragen? Hör auf mit den Fragen. Wir könnten einfach immer so weitermachen. Hm? Einfach nicht mehr aufhören. Sprich die Therapiesitzung ab und wir bleiben zusammen für immer. Und dann habe ich völlig versagt. Nein. Oh, komm. Hör auf. Komm, zieh dir was an. Nein. Zieh dir was an. Nicht jetzt. Zieh dich aus. Bleib bei mir und zieh dich aus. Mein nächster Patient ist da.